Ja, das war nicht die Vorspulentaste, das war meine Fraps-Taste, ich Dummbatz. So, damit kann ich das verändern. Wie spule ich hier vor? Verdammte. Oh, ein PDA. Wettervorhersage, Finanzen, Statistiken. Kredite. Pistenbully. Ah, hier kommt man ja in die Fahrzeuge. Lizard, Schneekanone. Aha, RAM, Räumschild, Walze, Pistenbully 400. Der sieht ja auch cool aus. Das ist mal eine fette Schneekanone. So ein Ding will ich mal fahren. 200.000 kostet das. Im Falle eines Schneemangels ist eine Schneekanone sicher richtig gut. Aha, Anhänger, Mods, Fahrzeuge. Ich kann doch nicht jetzt mit dem Pistenbully von Station zu Station fahren müssen, oder? Okay, ist ein Simulator. Wahrscheinlich muss ich das doch machen. Naja, gut. Ich nehme mal die Karte und ich fahre jetzt irgendwo hin, wo es mehr Spaß macht. Würde ich sagen. Genug Benzin haben wir ja. Und auf geht die wilde Fahrt. Wahnsinn, wir müssen jetzt echt da lang fahren. Ich weiß ja nicht. Kann ich denn das Spiel beschleunigen? So kann ich es nicht. Wow, die Innenansicht. Sehr detailgetreu. Sind wir unterwegs. Ah, da hinten ist aber schon die nächste Skipiste. Und die nächste Skistation. Und ein Parkplatz. Vielleicht kann man hier was Interessantes kaufen. Meine Güte, so ein Spiel mit so viel Inhalt. Das wünscht man sich doch. Was haben wir hier? Also, ich muss meinen PDA wahrscheinlich erstmal ausmachen. Bis ich hier. Hallo? Ah. Station, Hoga, diese Talstation ist meiner großen Mittelstation verbunden. Da eine Skipiste von ihrer obenen Startstation in Herford ist, ist es empfohlen, diese Station für einen Kauf ins Visier zu nehmen. Kaufen. Wunderbar. Jetzt habe ich schon zwei Stationen. Ey, und ich kann da scheinbar jetzt sogar mitfahren. Oder? Meine Güte. Fahren Sie nicht zu schnell. Was ist denn, wenn ich zu schnell fahre? Ach ja, aber eine schöne Aussicht von hier, ne? Was ist denn, wenn ich langsamer fahre? Rutsche ich dann wieder runter? Also ich drücke jetzt mal gar nicht Gas oder so. Oh. Oh, die Seilbahn schaukelt zu stark. Wir können sie schaukeln lassen. Und das wäre dann nicht so optimal für die Seilbahn. Wahnsinn. Ein Helikopter. Und der kann fliegen. Also ich glaube, dieses Spiel gehört tatsächlich schon zu den besseren Simulatoren. Denn fliegende Helikopter und ein Simulator, wo man nicht durch Böden fällt, das ist doch mal. Oder? Aber oben haben wir jetzt wahrscheinlich unseren Bulli nicht. Oh, vor so viel Freude habe ich glatt ein Kloß im Hals. Ich muss einen Schluck trinken. Ich hätte mir einen Kaffee davor machen sollen. Sind wir jetzt mal bald angekommen? Die Beschaffenheit der Piste ist nicht mal ganz so optimal. Ich glaube, da können wir gleich mal rüberfahren. Mit unserem Bulli. Jetzt haben wir dafür 20.000 Dollar verbraten, 20.000 Euro verbraten und hätten es selber machen können. Hätten wir das ja ruhig vorher sagen können. Oh! Seilfahren beendet. Ihr Lohn beträgt 1671. Sie hätten. Oh, toll, ich hätte mehr erhalten, wenn ich vorsichtiger gefahren wäre. Sowas sagt mir natürlich auch niemand. Bringen Sie die Person mit einem Rettungsschlitten zum nächsten Helikopterlandeplatz. Okay, und wo finde ich einen Rettungsschlitten? Fahren Sie mit einem Rettungsschlitten. PDA-Karte, den verletzten Skifahrer in den Schlitten zu legen. Bringen Sie die verunfallte Person zum nächsten Helikopterlandeplatz. Je schneller Sie die Mission ab, desto höher fällt die Belohnung aus. Ja, dafür brauche ich aber erstmal einen Schlitten. Ihr Pappnasen. Und wo soll ich jetzt meinen Schlitten herholen? Gehen wir mal hier in das schlaue. Warte mal, hier haben wir doch irgendwo. Irgendwo konnten wir doch hier. Ah ja.
Nein. Wo war das denn mit den Fahrzeugen? Das war meine Taschenlampe. Das war Kredite. Das war Fahrzeuge. Rettungsschlitten. Transportschlitten, Rettungsschlitten. Schwerunfallte. Skifahrer. Der kann ich mir gar nicht leisten. Wo soll denn das Ding überhaupt ran? Was ist eigentlich an so ein Ding hier, wa? Wie soll ich den denn jetzt retten? Ihr Scherzkekse, ihr seid doch echt zu blöd. Dann rette ich ihn halt nicht. So. Ich weiß immer noch nicht, wie ich vorspule. Plus vielleicht? Ja. So. Komischerweise sind wir noch genauso schnell. Naja, wer hätte es gedacht. Fahren wir halt nochmal runter. Mission im Gange. Sie können keine, während einer Mission keine Seilbahn steuern. Kann ich die Mission abbrechen? Sie haben nicht genügend Geld, um diese Skipiste schön zu machen. Die hier, da muss ich mal hin. Mit meinem Bulli. Wo ist mein Bulli? Jetzt kann ich auch das nicht. Das Spiel macht mir schon richtig viel Spaß. Also, ich frage mich jetzt, wie ich ganz schnell da runterkomme, ohne dass ich sterbe. Ich habe ja schließlich keine Ski. Und ich kann jetzt nicht da runter, weil ich das in 12 Minuten schaffen soll. Naja, was soll's. Ich kann dem jetzt echt nicht helfen. Ich komme da ja nicht runter. Ich weiß auch nicht, wie ich die Mission abbrechen soll. Irgendwie geht das doch. Das ist hier 5000 Leihen. Die Bank gewährt Ihnen keinen größeren Kredit als 200.000. 100.000 habe ich als Kredit. Ach komm, weil wie teuer ist denn so ein Ding hier? 32.000. Mit einem Schneemobil sind Sie am schnellsten unterwegs. Der Lizard Shepper ist der ideale preiswerte Einstiegsmodell. Dann hole ich mir jetzt hier, dann leihe ich mir jetzt einfach hier Geld. So. Passt. Dann möchte ich den jetzt haben, den Lizard. Kaufen. Ihr Kauf steht beim Händler abholbereit. Und wo ist der Händler? Ey, du willst mich echt melken. Und dann brauchen wir einen Rettungsschlitten. Wo ist jetzt der Händler? Oh! Mit der Tab-Taste bin ich hier wieder in meinem... Ah! Mit der Tab-Taste kann ich meine Fahrzeuge durchswitchen. Das ist ja interessant. So. Wo müssen wir jetzt hin? Karte. Hier links. Boah, die Steuerung ist ja mal phänomenal. Großartig. Gerade vom Need for Speed spielen gekommen. Ist die Steuerung ein Scheiß dagegen. Meine Güte, das ist eine richtig, richtig gute Steuerung. Das ist Simulation, das ist Gefühl, das ist Drama, das ist Theater. Das ist die große, große Bühne. So muss das sein. Der Hänger schaukelt überhaupt nicht im Wind, sondern liegt wie ein Brett auf der Straße, was auch logisch ist, denn der Hänger ist aus Metall und die Welt ist natürlich, hat auch eine Erdanziehungskraft und zieht deswegen metallische Anhänger noch stärker an als alles andere. Ich hoffe, mir kommt jetzt nicht irgendein Skifahrer entgegen, ansonsten habe ich gleich zwei Verletzte. Hier muss der doch irgendwo sein. Da ist er. Hallo! Einfach drüber gefahren und dann haben wir das. Passt auch. Ist ja wie bei GTA. GTA ist eigentlich ein Simulator. So wird das sein. Schnell wieder nach unten. Oh. Natürlich keinen Unfall bauen. Sonst liege ich ja daneben. Boah, meine Güte. Das war eine Kurve. Also das habe ich doch jetzt so schnell geschafft. Ich müsste doch jetzt den vollen Preis dafür kriegen. Oder nicht? Nichts wie hoch hier. Liegt zwar kein Schnee da, aber für die schnelle Rettung 4000 plus 4000 Zeitbonus. 8000 haben wir dafür bekommen. Pistenpräparation. Ist in einem schlechten Zustand. Ich möchte keinen Helfer anstellen. Ich werde das selber machen. So. Ich muss nur zu meinen Utensilien. Dann mache ich das gleich. Das bewegen wir mal. Ich muss mir nur schnell diese Piste hier, meint er doch bestimmt, oder? Escape, ja, die Piste 5. Und hier ist doch Piste 5, ne? Ja, Piste 5. Da muss ich mir gleich halt Piste 5 mal angucken und ein bisschen sauber machen. Sie präparieren, wie der Fachmann sagt. Also, ich
glaube, ich werde auch gleich mal beides anstöpseln, dann muss ich nicht immer hin und her und mir meine Anhänger sammeln. Auf Dauer ist das dann doch ein bisschen lästig. Ach ja, der zieht so schön nach links. Ich drücke jetzt mal gar nichts und ihr seht, wie er fährt. Also ich drücke nur geradeaus, ne? Der hat so ein eigenes Leben, also es ist wie Herbie. Ich mag ja Herbie. So, ich nehme... Na komm schon. Hallo. Hallo. Physik, lass mich nicht im Stich. War doch er, oder? Nee, war Q. Das hört sich ja auch cool an, als ob man eine Waffe lädt. Und... Zack. So muss das sein. So, mit V kann ich das Ding jetzt runterhampeln mit der Maustaste. Oder mit der... War das nicht mit der Maustaste? Oh, damit werden wir langsamer. Uiuiuiui. Ganz schön wilde Fahrt hier. Da oben ist die Skipiste. Die müsste jetzt auch gleich nicht mehr so bewohnt sein. Ob ich hier wohl auch ins Bett gehen muss, um zu schlafen? Yo, Snow 2011. Caramelite, cheesy tastes that will delight you. Cheesy tastes that will delight you. Oh yeah. Ja, Mädels und Jungs, hier ist jetzt, die Piste ist jetzt geschlossen. Fahrt mir halt ruhig alle entgegen, ihr könnt auch ruhig durchfahren, also... Was mache ich mir eigentlich hier so einen Stress? Und wie muss das eigentlich aussehen? Die Piste. Wie muss ich sie denn jetzt eigentlich präparieren? Muss sie jetzt haargenau, muss ich jetzt zweimal hin und her fahren, damit sie richtig schön präpariert ist, oder? Ich fahre jetzt einfach einmal hoch. Wenn sie dann nicht richtig präpariert ist, fahre ich einfach nochmal runter. Dafür sind Simulatoren ja da, dafür macht es doch Spaß hier. Oh, guckt euch das an. Wie wir hier die Piste, wir präparieren die sowas von. Also, die wünscht sich, glaube ich, nichts weiteres. Aber die Piste ist danach richtig glücklich.